hier mal wieder ein kleines Technikvideo aus Dinkelsbühl. Hier haben wir jetzt keine große Geschichte, aber ich wollte euch nur mal zeigen, dass es doch immer mit Aufwand verbunden ist. Wir haben hier eine äh, AGM ausgebaut, die haben wir hier unten stehen und jetzt bekommt der Kunde eine 150 Ampere Liontron unter Sitz. Variante, die verbauen wir hier. Um das bewerkstelligen zu können, musste man natürlich erst einmal, weil hier sind ja die ganzen Kabel auf den dementsprechenden Polen, wie wir es kennen, die musste man natürlich erst einmal alle umklemmen auf äh, Verteilerschienen, damit man dann entsprechend mit dem richtigen Quadrat hier wieder komplett rüber unter dem Boden, hier wieder raus mit Schutzrohr sauber und ordentlich. Weiterfahren können. Ähm, ganz wichtig ist, dass wir hier halt wirklich die ganzen Verteiler setzen, weil einfach so verlängern geht ja nicht und äh, dementsprechend muss man dann gucken, dass auch die Ösen alle passen. Da muss man dann teilweise auch manche Kabel umkrimpen, damit man da dementsprechend auf den anständigen Verteiler drauf geht. Wir nehmen jetzt hier 25 Quadrat, reicht vollkommen aus, Wechselrichter ist nicht da. Somit können wir das dann dementsprechend hier sauber anklemmen und dann haben wir hier eine saubere Verteilung und gehen dann eben rüber hier unten auf die Batterie. Aber jetzt muss man dann erst wieder das Kabel da durchziehen, Schutzrohr drüber machen, Kabel durchbringen, umkrimpen und dann natürlich wieder einen Batteriehalter bauen und auch nicht vergessen, weil hier haben wir einen Ladebooster und hier haben wir ein Ladegerät von Schaut. Die müssen natürlich dementsprechend umgestellt werden mit den richtigen Kennlinien und so weiter, damit es wieder alles Hand und Fuß hat. Und da ist natürlich schon ein bisschen Arbeit gefragt, weil man dann die Kabel neu sortieren muss und das alles neu hinterlegen muss. Ähm, jo, das ist die eine Baustelle. Und jetzt machen wir hier mal weiter. Jetzt pressen wir hier mal die Schuhe dran sauber und auch da drüben. Und dann setzen wir die Batterien ein, um den Halter zu bauen. jo und dann hole ich euch wieder dazu. Bis gleich. So liebe Camper, jetzt sind wir hier schon wieder beim nächsten Fahrzeug namens Sunlight. Ja, den anderen haben wir schon fertig gemacht. Den haben wir auch schon wieder rausgefahren. Da blende ich euch noch die Fertigstellungsbilder ein, wie wir die Batterien noch befestigt haben. Jo, wir haben natürlich, äh, ja, das Auto musste fertig werden, weil der Kunde hat es heute noch geholt. Und darum haben wir hier schon die nächste Geschichte angefangen. Was kriegt er alles? Also, hier bauen wir einmal einen Sog ein. Äh, Sog heißt, dass wir hier einen kleinen Ventilator einsetzen mit entsprechend hier einem Kohlefilter mit einem weißen Deckel, weil der Rahmen auch weiß ist. Und dann geht von hier dem Innenraum ein kleiner Schlauch auf die Kassette. Und so wie wir innen drin den Schieber dann öffnen, wird aus der Kassette die Luft nach außen durch diesen Kohlefilter äh, die Luft durchgezogen. Und das hat den geschmeidigen Vorteil, dass wir sämtliche Gerüche wie einen Ventilator dann nach außen kriegen. Und das ist schon eine tolle Sache, weil dann halt in den kleinen Raum, wo wir da drin haben, keinerlei Gerüche mehr stattfinden und das oder beziehungsweise keine Gerüche mehr riecht. Und das finde ich schon eine tolle Sache. Also von dem her kann man immer nur einen Soak empfehlen. Also ich bin da total begeistert. Ich habe selber einen und also wer da noch keinen hat und die Toilette nutzt, ist es nur von Vorteil, so einen Soak anzuwenden. Jo, was kriegen wir hier noch? Ähm, schauen wir mal ins Fahrzeuginnere. Ähm, hier verbauen wir gerade einen Wechselrichter. Ähm, das sehen wir hier liegen, 1500 Watt. Ähm, dann haben wir hier kommt nur die Netzumschaltung her. Ähm, noch mal kurz zur Erklärung: Netzumschaltung, Netzvorrangschaltung hat die Bewandtnis, dass das Netz, also sprich der Landstrom, immer Vorrang hat und quasi den Wechselrichter auf die Seite stellt. Ähm, kann ja mal sein, dass der Wechselrichter an ist und ich vergesse den auszuschalten, stecke aber dennoch außen Landstrom an, dann wird natürlich 230 auf 230 Volt kollidieren. Und somit gibt es äh, Relais-Schaltungen, wo dann automatisch das erkennen und den Wechselrichter auf die Seite schalten und den Landstrom durchschalten, damit der Landstrom eben Vorrang hat. Ähm, das ist eine ganz wichtige Geschichte, damit man eben einen Wechselrichter A an alle vorhandenen Steckdosen auch nutzen kann, B, ähm, dass einfach nichts passiert und ich einfach nur Spaß habe und mir nicht ständig Gedanken machen muss. Was darf ich jetzt als erstes anschalten und wie muss ich hier vorgehen? Und ja, dazu sind wir jetzt hier mit die Kabel auch dadurch gegangen, weil hier und am Beifahrersitz haben wir die Batterien, sprich die Akkus. Hier haben wir zweimal 95 Ampere Stunden. Hier haben wir die Anschlusskabel vom Wechselrichter. Da wir aber gleichzeitig noch einen Smart verbauen, müssen wir hier den ganzen Kabelstrang hier, den Massekabelstrang einmal neu krimpen und hiervon alles auf einen Verteiler setzen, weil wir natürlich gucken müssen, dass man ähm, den, den Schand äh, wird ja über Masse gesteuert, damit wir da entsprechend alle Kabel drüber laufen lassen und dass auch wirklich alle Ströme da gemessen werden. Und darum haben wir gesagt, das sind natürlich alles viele Kabel, wenn wir da einen Masseverteiler setzen, der kommt da hierher hierher, den machen wir hier rein, und machen wir ein Brett rein und wenn wir hier den Masseverteiler reinsetzen, dann kann man da sauber arbeiten und dann kann man das sauber anschließen. Smart-Schand heißt smart, ist netzwerkfähig, so kann man das dann mit dem Handy alles auslesen und hat da die komplette Batteriegewalt äh, innerhalb einer App und kann alles überprüfen, steuern und sehen. Jo, das zu der Geschichte. Und ja, dann müssen wir natürlich noch das hübsche Netzteil hier verbauen, also sprich Netzteil Quatsch, ein Ausschalter, damit man den Wechsellichter auch bequem an und ausschalten muss oder kann und nicht ständig hier den Sitz hochklappen muss. Und hier werden wir den Weg wählen voraussichtlich, weil hier haben wir die ganzen Anzeigen und den werden wir dann hierher setzen, ähm, weil dann ist das alles zusammen und schaut schön aus. Ähm, unter anderem haben wir hier mal ein Queens-Bett. Sehen wir ja relativ selten. Ähm, Finde ich persönlich sehr schöne Lösung, ein Queens-Bett. Gefällt mir sehr gut mit den zwei Schränken da hinten drin. Also schaut richtig klasse aus. Bitte nicht wundern, das ist ein Sitzpolster, wo wir nur vorsichtig dahergelegt haben. Ähm, zu einem haben wir hier auch dann gleich eine große Dusche. Also auch sehr smart. Und hier hinter der Tür natürlich die Toilette. Also richtig toll. Bitte um Verständnis, das ist ein Kundenfahrzeug. Da schauen wir jetzt nicht in jede Tür rein. Das geht uns nichts an. Ähm, schöne, kuschelige Küche haben wir hier. Also richtig schick. Und wenn wir hier fertig sind, hat der Kunde auch noch überall 230 Volt. Wenn er das möchte mit dem Wechselrichter. Und mit dem smart -Shunt kann er das Ganze auch sauber und ordentlich bedienen und prüfen und schauen. Ja, das ist echt eine tolle Sache. Und... Was kriegt er noch? Hier vorne schaut es recht zerzaust aus, auf meiner Seite da drüben, auf der anderen Seite, Fahrerseite, da schauen wir mal kurz rüber. Ähm, weil der Kunde kriegt auch noch eine schicke Alarmanlage. Ähm, haben wir hier schon alles aufgemacht, ähm, beziehungsweise ja, die ganzen Kabel schon reingelegt, ähm, weil wir hier eine Band äh, nee, Quatsch, eine ja, Vodafone-Alarmanlage reinbauen. Die Cobra ist eine tolle Geschichte, haben wir hier. Genau, also ist eine tolle Alarmanlage, wird hoch gelobt und die hat sich der Hunde noch gewünscht und die verbauen wir hier natürlich auch, damit das alles sauber ordentlich seinen Platz kriegt und dementsprechend alles ordentlich verbaut wird. Gleichzeitig noch ein Ordnungssystem mit drin, aber da gehe ich dann näher dazu ein, wenn das Ganze dann mal verbaut ist in die Funktionen und so weiter. Das zeige ich euch dann natürlich noch genau. Ja, was haben wir noch? Dann schauen wir mal hier rum. Ähm, da muss ich glatt mit euch mal auf die andere Seite, weil hier sind wir auch schon weitergekommen bei unserem Eura. Der steht nämlich auch noch da. Ähm, auch da möchte ich euch mal zeigen, ähm, ihr seht schon hier die ganzen Kabel. Jetzt kriege ich das wahrscheinlich gar nicht so richtig rein. Oh, ich krabbel damit euch mal durch. Ähm, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier erkennt. Eher schlecht, gell? Da holen wir jetzt gleich mal die Lampe runter. Kleinen Moment, damit wir da mal reinschauen können. Weil das ist schon wirklich ein phänomenales Teil was hier allein schon an Kabel alles liegt. Gell? Und das haben wir alles neu verkabeln müssen. Hier die ganzen, wir das da weg. diese ganzen Verteiler da hinten drin. Masseverteiler, Plusverteiler, smartshunt neu gesetzt, ganzen Kabel neu gegrimmt hier die ganzen Sicherungen. Ähm, dann sind wir hier gerade dabei, die ganzen den Ladebooster, hier kommen die Solarregler. Dann haben wir nochmal einen Solarregler hier oben dann die ganzen Kabelführung darunter, also das ist schon echt eine Höllenarbeit, was da entsteht. Dann hier den ganzen Wechselrichter dementsprechend mit den richtigen Sicherungen abgesichert. Ähm, ja, also hier sind wir schon echt am Rudern, weil man natürlich auch die Kabel einmal quer durchziehen müssen, von vorne vom Solar neu runterziehen. Ähm, die alten Kabel haben alle nicht mehr gepasst von den Querschnitten her, weil man natürlich jetzt ganz andere Dimensionen haben und ähm, ja, da muss natürlich alles sauber neu ordentlich gemacht werden. Und das dauert schon echt eine Menge Zeit. Ähm, das sehen wir hier auch schon wieder vorgegremdete Kabel. Ähm, ja, also da ist nicht mal schnell einfach so ein Wechselrichter verbaut, sondern das ist schon echt Arbeit. Dann haben wir hier die zwei... Ähm, 150er Lithium-Akkus, die der Kunde kriegt. Ähm, die kommen hier in die Wanne da unten rein, wo ich gerade war. Na, ihr seht es hier. Genau, da liegen auch noch ein paar Kabel, die kommen natürlich noch raus. Ähm, hier krempeln wir gerade die Temperaturfühler neu, ähm, weil man natürlich durch die Länge bedingt, wenn wir die uns so sodass das passt, weil wir sind keine Freunde von wickeln mal die Kabel einmal um die Hand. Also, das geht nicht. Das müssen wir alles anständig machen. Dann haben wir hier oben, wie gesagt, den zweiten Wechselrichter. Äh, Quatsch, den zweiten Solarregler. Dann ganz oben die Dongles dazu, damit man auch dementsprechend das alles mit dem Handy sauber abrufen kann. Jo, was wird hier noch gemacht, wenn wir das alles haben? Ich denke, morgen, wenn wir die elektrische Anlage komplett in Betrieb nehmen. Leider haben wir hier ein paar Lieferschwierigkeiten, weil der Kunde hätte eigentlich oder kriegt eigentlich auch noch einen schönen Alpine Radio. Da sind wir gerade aktuell ein bisschen in Hintertreffen, weil ja, wir wissen es, überall sind Lieferschwierigkeiten. Da trifft mittlerweile, trifft es auch uns ziemlich hart. Wir sind immer dran, noch Wege zu suchen, dass wir alles organisieren können, aber manchmal wird es einfach wirklich schwer. Hier kommen noch zwei LED-Lichter rein, saubere, damit hier der ganze Garagenraum natürlich hell erleuchtet ist, damit man auch richtig sieht, was man hier macht, wenn man mal im Dunklen was schaffen muss. Und hier vorne haben wir auch die 230 Volt. Anschlüsse alle sauber. Revolutioniert Sache jetzt einfach mal und haben lauter neue äh, Kabel gelegt, Steckdosen neu gemacht. Ist alles sauber und ordentlich verlegt und dann natürlich das Wechselrichter-Display hier sauber eingefräst. Ähm, wie ist es letzte Mal schon gesagt, ich kann es leider kein Licht anmachen, weil wir haben noch keinen Strom. Ähm, haben wir hier sauber platziert, damit es ordentlich ist, weil der Kunde sitzt hier immer auf dem Beifahrersitz, natürlich gedreht und hat dann das alles im Blick. Das ist immer ganz schick. Ähm, jo, Dann wird hier noch, äh, äh, natürlich haben wir hier auch noch FIs verbaut, äh, anständigerweise, wie Sie das auch hört beim Wechselrichter. Ähm, hier oben kommt jetzt noch, halt, hier oben beim Fernsehen machen wir jetzt noch USB-Steckdose. Und äh, kommen wir da noch sauber rein. Dann haben wir die alten Solarkabel noch entsprechend entsorgt und rausgezogen. Ähm, jo. Also hier steckt schon richtig Arbeit drin, aber da freuen wir uns drauf. Äh, das sind immer so Baustellen, die machen wir richtig gern. Jetzt gehen wir mal kurz aufs Dach. Da möchte ich euch auch was zeigen. Da haben wir nämlich eine super Lösung gefunden ähm, mit den Modulanordnungen. Hier haben wir Richtig schöne drei Module verbaut. Ein Small Modul, schön schlank, damit wir dementsprechend hier an dem Dachfenster hinten vorbeikommen. Und zwei Stück der Längs, sodass der Kunde hier richtig Power hat. Da kann man richtig was damit anfangen. Das ist echt eine tolle Sache. Ich hoffe, das passt so. Wir haben dann auch sauber alles mit Kabelkanälen gemacht. Unter den Kabelkanälen, wenn ihr das seht, ich weiß nicht, ich zoome mal ran, ob man das sehen kann, weil wir natürlich hier einmal quer durchs Dach gehen, haben wir, wo ist mein Finger? Hier, überall Öffnungen gelassen, damit natürlich das Wasser abfließen kann. Sonst würde hier ja dementsprechend ein Stausee entstehen. Das wollen wir hier natürlich nicht. Darum haben wir das sauber und ordentlich gemacht und haben hier äh, Schlitze gelassen, damit dementsprechend das Wasser sauber abfließen kann. Und hier kein Stausee entsteht, wo sich vielleicht noch Fische bilden und irgendwann ein Karpfen rumschwimmt. Nee, Quatsch. <laughs> jo, das ist dann vor oben. Dann haben wir auf der Seite die neue Solardurchführung gemacht. Die alte machen wir dicht, weil auf der Seite wollten wir nicht mehr runtergehen. Das wäre zu umständlich gewesen. Wäre auch der total falsche Weg. Und die alten Kabel waren leider zu dünn. Das konnte man nicht verwenden. Also haben wir die dicht gemacht und gehen jetzt hier mit einer neuen runter, um das alles sauber ordentlich neu zu vertragen. Jo, soweit sind wir da. Und ähm, ja, ich glaube, da sind wir dann relativ gut dabei und durch. Also ich denke, da machen wir morgen noch mal einen riesen Schritt, genauso mit dem Fahrzeug. Und dann sind wir hier schon wieder gut durch. Also, der da hier, der Eurer, ist eine richtig große Baustelle. Am Donnerstag kriegen wir nochmal einen mit ähm, Akkutausch. Mal eben, ne? wie man das immer so schön sagt. Und dann ist doch immer gleich ein halber Tag rum. Und ja, dann haben wir draußen noch ein paar Kundendienstfahrzeuge stehen. Da müssen wir Ventile wechseln und so Wasserzeug machen. Und da noch ein bisschen was instand setzen. Und heute, den konnte ich leider nicht filmen. Ähm, aber von dem Fahrzeug wollen wir euch auf alle Fälle noch was zeigen. Der kommt im September nochmal. Heute haben wir nur Not-OP gemacht. Ähm, ja, was soll ich da sagen? Also das äh, wird ein wenig eine größere Geschichte, weil also da wird wieder grob fahrlässig gearbeitet. Im Wechselrichter 3000 Watt mit einem 50 Quadrat angeschlossen und 700 Watt Solaranlage auf uh, sechs Quadrat einmal quer durchs Fahrzeug und der Kunde wundert sich, warum da nichts rumkommt. Uh, verständlicherweise kommt da nichts rum, weil die Kabelquerschnitte nicht passen. Und ja, aber das wird nur eine andere Baustelle werden. Das Fahrzeug stellen wir euch dann uh, anders mal vor. Jetzt waren da aber auch nur Haufen Akkus locker und also zwei Stück an der Zahl waren alle komplett lose. Der Wechselrichter war lose. Da haben wir jetzt einen kleinen Noteingriff gemacht, damit der Kunde ähm, zumindest ruhigen Gewissens in Urlaub fahren kann. Und ähm, danach sehen wir uns hier wieder und dann werden wir das Fahrzeug einmal eine Woche da haben und komplett restaurieren, sagen wir es einmal so. <laughs> ja, in dem Sinn, das hier mal wieder ein kleines ähm, Informationstechnikvideo von Mika Caravan aus Dingesbühl. Ähm, ja, jetzt haben wir auch schon wieder halt neun. Jetzt setze ich mich nur wegen am Schreibtisch, noch ein paar Sachen los und dann äh, fahre ich heim. Und euch wünsche ich noch einen angenehmen, wunderschönen Abend. Und wir werden uns die Woche auf alle Fälle nochmal hören. Bis dahin bleibt gesund. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch von euch. Und ich freue mich natürlich auch und bedanke mich auch bei allen Abonnenten und freue mich über jeden einzelnen Kanal abonnieren, dann verpasst er hier nichts und äh, wir versuchen das auch immer am Laufenden und so interessant wie möglich zu gestalten. Und ja, in dem Sinn, ganz lieben Dank, bleibt gesund, bis bald, Grüße, ciao, ciao.